Die Ökomaß-Jeans-Hersteller Gebrüder Stitch starten nach einer Insolvenz neu durch in abgespeckter Form. Ein neu gegründetes Unternehmen hat die Konkursmasse samt Markenrechten gekauft. In dem Geschäft im 6. Bezirk werden ab kommender Woche auch Jeans von der Stange verkauft. Weitere Shops in Wien oder Berlin gibt es nicht mehr. Der Weg der Wiener Marke Gebrüder Stitch ist nicht so geradlinig wie der, der zur alten neuen Behausung führt, dort, wo alles angefangen hat. In der Schulhofpassage wird ab sofort gefertigt und verkauft. Faire und hohe Qualität soll es auch weiterhin geben, mit ein paar Umänderungen. Das neue Angebot ist jetzt auch auf Laufkundschaft zurechtgeschnitten. Wir werden zum ersten Mal eine Stangen-Jeans-Kollektion anbieten. Das heißt, wir haben aus den hunderten, tausenden Kundengesprächen der letzten Jahre ja sehr viel Daten über Hintern und Passformen und Schnitte und haben in den letzten Wochen im stillen Schneiderkämmerchen die Messdaten ausgewertet und Schnitte für eine Stangen-Jeans-Kollektion entwickelt. Dazu bietet die Neuauflage der Marke auch eine Online-Bestellung inklusive Selbstabmessung und das Ursprungsprodukt, die volle Maßjeans. Bekannt hat die Marke beim ersten Anlauf wohl auch der Preis gemacht. Die billigste Hose gab's um knapp 220 Euro. Jetzt gibt's die günstigsten Öko-Fair-Modelle, die von der Stange, um 140 bis 190 Euro. Die Maßanfertigung kostet etwa 360 Euro. Sie sehen hier in unserer Produktion, dass wir Handarbeit betreiben. Es wird jede Jeans, die wir produzieren, die wir in der Vergangenheit als Maßjeans produziert haben, individuell für den Kunden angefertigt. Das einerseits wieder Öko-Fair. Und wenn Sie den Preis einer guten Maßjeans vergleichen mit anderen Markenprodukten der gehobenen Klasse, sind wir da nicht weit weg. Für die Wiener Jeans-Marke geht es wieder zurück an den Start. Mit kleinerem Team. Auch von den ehemaligen Gründern ist nur noch einer der beiden im Jeans-Geschäft und mit nur noch einem Shop. Im Hinterhof der Maria-Hilfer-Straße.